dachte, wir machen etwas zusammen, irgendwas Schönes. Oh, Süße, das würde ich auch so gern, aber ich habe halt den Termin, ich muss zur Bank. Aber wenn es Geld gibt, dann hätte ich auch ein paar Wünsche. Ja, wenn es klappt, dann gerne, ja. Mal schauen. Ach, übrigens, den neuen Schlüssel für die Wohnung kriegst du ja auch noch. Sorry, ich habe es bis jetzt echt nicht geschafft, ihn zu machen. Aber ich mache das jetzt gleich nach dem Termin, okay? Und du musst mir ganz fest die Daumen drücken, weil ein bisschen Geld könnte ich jetzt echt gebrauchen. So, ich bin dann mal weg. Saskia? Saskia? Was? Ja, ist okay. Ich bin dann mal weg, aber ich bin ganz schnell wieder da, okay? Und du entspannst dich ganz gut. Ciao. Ohne festen Job wird Lizzie sicherlich keine Aufstockung des Kredits von ihrer Bank bekommen. Und wenn sie gegenüber der Bank behauptet, dass sie noch einen festen Job hat, damit der Kredit aufgestockt wird, dann wäre das Betrug. Und wenn das auffliegt, riskiert sie, dass der gesamte Kredit auf einmal fälliggestellt wird. Das heißt, sie muss den vollen Betrag sofort zurückbezahlen. Lizzie vernachlässigt aufgrund ihres ausgeprägten Helfersyndroms komplett ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Damit gefährdet sie sich selbst und ihr bisheriges Leben. Was? Lass uns feiern! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hallo? Hallo? Was ist das für Lärm hier? Verdammt nochmal! Verdammt! Sie kommen genau richtig. Passen Sie mal auf. In Ihrer Wohnung werden Orgien gefeiert. Die Musik hört mal bis in den Haus, wie das ganze Haus wackelt. Ich hab so die Schnauze voll. Ich gehe jetzt zur Polizei. Jetzt warten Sie mal. Wieso die Polizei? Die wird mir die Tür zu meiner Wohnung schon öffnen. Herr Hofmann, Sie wissen doch ganz genau, in der Wohnung wohne ich und Vera. Die kennen uns. Die kennen uns doch. Die und? Brauchen doch nicht zur Polizei. Sie. Beruhigen Sie sich. Was ist denn hier los? Sie, die sind gekündigt. Fristlos. Am nächsten Ersten sind sie hier raus. Ich hab die Schnauze voll, dieser Lärm. Also Moment mal, Herr Hofmann, ja, so einfach ist das nicht. Es gibt immer noch Gesetze. Ich lass mir doch von Ihnen meine Wohnung nicht total versauen. Psst, bitte, wegen ein bisschen lauter Musik ist noch nie eine Wohnung ruiniert worden. Da stimme ich Ihnen zu. Schönen Tag noch, Herr Hofmann. Hey, lass uns jetzt mal weiterziehen. Jo. Kommst du auch mit? Nein, ich bleib noch hier. Ey, es gibt bestimmt noch was zu holen in der Wohnung. Gut, gute Idee. Hey. Ja, bis morgen. Bis morgen. Ciao. Oh, scheiß drauf. Ich geh erst mal duschen. War nee. War schon voll. Was macht ihr denn hier? Das sind die beiden Jungs, die mir die Infos über Saskia gegeben haben. Sag mal, habt ihr da oben Party gemacht? Der Vermieter war auf 180. Auf 3. 1, 2, 3. Dame ist am Duschen. Ach du Scheiße. Sag mal, wie sieht's denn hier aus? Bisschen ekelhaft. Also, Lizzie, nee, mir reicht's. Echt. Ey, nachdem dieses kleine Biest unsere Wohnung so verwüstet hat, fahre ich jetzt zu dir nach Hause. Welches Zuhause? Was meinst du? Ich habe ihren Ausweis gefunden. Ich war schon mal da, aber es hat keiner aufgemacht, leider. Aber jetzt bleibe ich so lange vor der Tür stehen, bis mir jemand aufmacht. Das schwöre ich dir. Das ist bestimmt gelogen. Ach, komm, hör auf. So ein Bullshit. Du weißt doch ganz genau, die hat kein Zuhause, die hat keine Eltern. Kommen Sie doch rein. Entschuldigen Sie, dass ich einfach so reinplatze, aber ich muss dringend über Ihre Tochter sprechen. Ist sie das? Ist das das, gell? Ja, nur ist leider schon ziemlich lange her. Wollen Sie sich denn vielleicht setzen? Ja, dann nehme ich an, Sie sind wegen ihr gekommen, oder? Saskia wohnt nun seit 3 Tagen bei uns. Das heißt in unserer WG. Sie hat meine Freundin Lizzie auf der Straße angeschnurrt und behauptet, vollweise zu sein. Was?
Das hat sie wirklich gesagt? Vollweise? Meine Mitbewohner hat sie bei uns zu Hause aufgenommen. Durch ihr blödes Helfersyndrom hat Lissy bereits ihren Job verloren. Mir hat sie 200 Euro geklaut und wir sind drauf und dran, unsere Wohnung zu verlieren. Mein Gott, das tut mir alles furchtbar leid. Aber was soll ich denn da machen? Weißt du was, du hättest mir wirklich ruhig ein bisschen helfen können, anstatt da zu sitzen wie eine Prinzessin. Aber naja, jetzt sieht's wieder ordentlich aus. Ja, wer es braucht. Hey, weißt du was? Diesen Bullshit kannst du dir jetzt wirklich sparen. Es geht mir so ganz langsam auf die Nerven. Wie kann man nur so faul sein? Was soll das scheiß Gelaber, Mann? Ey, das nervt. Ey, weißt du was? Ich muss jetzt mal. Oder ist das auch schon verboten? Ja, viel mehr ist es ja nicht. Ja, also. Allein dadurch schon, dass es sie gibt. Nun muss nur noch meine Freundin von ihnen erfahren. Bitte kommen Sie mit. Ich weiß nicht. Lieber nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht überlegen Sie es sich noch mal. Bitte. Meine Mutter ist tot, was soll der Scheiß, Mann? Boah, Lissy, jetzt wach doch mal auf! Oder willst du wegen dieser verlogenen Schlange deine Wohnung verlieren? Ich war bei ihrer Mutter. Was? Bist du dir da wirklich sicher? Ja, natürlich bin ich mir da sicher, ey. Die ist doch echt nicht mehr zu helfen. Saskia, bitte. Du musst mir wirklich jetzt die Wahrheit sagen. Ich hab dir doch immer vertraut. Ich bin auch auf deiner Seite. Aber sag bitte die Wahrheit. Bist du von zu Hause abgehauen? Nein, echt nicht. Ja, siehst du? Die sagt doch die Wahrheit. Wer würde sich sowas ausdenken, dass die Eltern tot sind? Wo sind meine 200 Euro? Was soll der Scheiß, Mann? Ich hab deine Kack 200 Euro nicht. Ja, lass sie halt endlich mal in Ruhe. Wir sprechen uns noch. Wir sind noch nicht fertig. Lass mal gut sein. Frau Pohl, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Kommen Sie mal direkt mit. Hallo? Saskia, was machst du denn schon wieder? Warum verleugnest du mich? Deine eigene Mutter? Das verstehe ich jetzt nicht. Bitte, das ist Renate, Saskias Mutter. Was, ist das wirklich deine Mutter? Deine Mutter lebt noch? Dann war die ganze Geschichte von Vollweise nur eine Lüge. Oh, und wenn schon? Warte mal, und was war mit meinem Chef? Hast du da auch gelogen? Und wenn schon, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ich habe deswegen meinen Job verloren. Ach Gott, wie dumm war ich denn? Wie dumm war ich denn? Ich habe jetzt keinen Job. Der hat mich gekündigt. Der hat mich doch angeklagt. Gott, ich habe gelogen. Ich habe gestohlen für dich. Was wird jetzt aus mir werden? Ganz ehrlich, ich habe dich nicht darum gebeten. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ey, ich glaub's ja wohl nicht. Was haben wir denn hier? Was ist das? Wolltest du das vertickern oder was? Schau es dir an. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Los, hau ab! Raus! Sieh zu, was du Land gewinnst, aber ganz schnell und lass dich hier nie wieder blicken! Wir gehen, komm. Was habe ich nur getan? Für den Diebstahl und die Verleumdung muss Lissy sich auf jeden Fall vor Gericht verantworten. Da sie aktuell arbeitslos ist und noch einen Kredit abzuzahlen hat, sollte sie sich auf jeden Fall an eine Schuldnerberatung wenden, damit nicht noch weitere Probleme dazukommen.
Die Erfahrung mit Saskia hat Lissy sicherlich die Augen geöffnet. Aber sie wird nicht umhin kommen, sich therapeutisch begleiten zu lassen. Ansonsten ist die Gefahr sehr groß, dass sie beim nächsten Hilfesuchenden, der ihr begegnet, rückfällig wird. Stell dir mal vor, ich habe einen Job. Ich habe den bekommen. Ich bin so froh. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaub's echt nicht. Super. Aber der Mann vom Altenheim, der hat gemeint, ich kann schon morgen anfangen als Küchenhilfe. Wahnsinn. Und sogar meine Vorstrafe stört ihm nicht, weil der meint, also jeder verdient eine zweite Chance. Klar. Das ist echt cool. Also ich bin so stolz auf dich. Oh, Wahnsinn. Lissy hat sich einsichtig gezeigt und das Gericht hat daher die Bestrafung noch einmal zur Bewährung ausgesetzt. Mit dem neuen Job und einer Schuldentilgung in kleinen, angemessenen Raten wird sie schon in absehbarer Zeit wieder schuldenfrei sein. Lissy tut die Therapie gut. Sie hat herausgefunden, dass sie vieles falsch gemacht und auch sehr viel Glück hatte mit einer Freundin wie Vera.